Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nightmare Invasion. Und in dieser Folge werden wir jetzt finally endlich dieses Mewtree besiegen. Und ich habe mir jetzt, um ehrlich zu sein, einige Tränke dazu geholt. Ihr könnt euch in der letzten Folge erinnern, ich hatte 5 Tränke gehabt, habe mir 12 dazu geholt und die Zahl ist rein zufällig gewählt worden. Aber nichtsdestotrotz muss ich an der Stelle sagen, es würde sehr schwer sein, mit diesen 5 Tränken, die ich eigentlich hatte, hier zu gewinnen. Und deswegen muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, ist es vielleicht auch gar nicht so ungerecht. Ich muss jetzt schon einen einsetzen. Upsi, jetzt habe ich 2 eingesetzt. Na gut. Au. Greif mich mal bitte an. Aua. Und da hat er 1 abbekommen. 1. Ach, warum konnte ich nicht schlagen? Nein. Bam. Oh, das kriege ich nicht mehr hin. Ah, wie der sich die ganze Zeit hin und her portet. So einfach ist das nicht. Ja. Komm, greif an. Yep. Noch ein Angriff. Ich muss auf seinen Energieball im Prinzip warten. Und dann angreifen. Das ist gar nicht so einfach, wie es jetzt hier unbedingt aussieht, weil der Bildschirm leicht wackelt. Ja, also es ist nicht sehr ruhig. Und jetzt sieht man es auch eindeutig. Ich weiß nicht, wo Mew ist. Mewtwo natürlich. Bäm. Da unten ist es. Nein! Bäm. Also man hat eine gewisse Zeit, es zu treffen danach. Und irgendwie kann ich nur 2 Tränke gleichzeitig einsetzen. Ein bisschen komisch gerade, aber egal. Nein. Ja. Genau, setz gleich 2-mal deinen blöden Strahl ein. Autsch! Bäm. Da unten ist es. Komm, greif an, greif an, greif an, greif an. Schade. Und da muss ich mich immer in Deckung nehmen, wenn dieser Ton kommt. Also hinter irgendein Fels. Ihr seht, das portet sich jetzt mittlerweile schon sehr oft. Da im Rücken angreifen ist auch gar nicht so schlecht. Schade. Wie ihr seht, das ist nicht so einfach, vor allen Dingen, weil sich das Pokémon auch immer an die Stelle portet, wo ich dann auch ziemlich genau stehe. Und ich kann leider nicht immer treffen. Boah. Ich glaube, das habe ich noch gerade so getroffen. Aber so einfach ist das, um ehrlich zu sein, nicht. Ah! Mann! Komm, triff's! Bäm! Unten ist es wieder. Wow. Nein! Das ist verdammt schwer. Nein! Ich bin sogar teilweise gelähmt, wenn es angreift. Bäm, und da habe ich es nochmal getroffen. Und ich glaube, das war's. Das war's. Das war's. Wie konntest du nur gewinnen? Wie ist das möglich? Wie konnte ich verlieren? Ich bin doch ein Gott. Bist es nicht. Bist nur eine Maschine. Eine Puppe. Tja, er wird es beenden. Das Ende von Azur Citys Albtraum. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Jetzt nichts wie raus.
Wow, einmal in seinem Leben hat er etwas Richtiges getan. Mutter, Vater, Professor Chen. Ich hoffe, ihr könnt nun in Frieden leben. Natürlich nicht in Frieden leben, sondern in Frieden ruhen. Aber egal. Bye. Und das ist ein mögliches Ende von Pokémon Nightmare Invasion. Es gibt natürlich wieder ein weiteres Ende, entgegen eurer allen Erwartungen. Und ja, ihr kennt übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, das liebe Zelda-Spiel, was ich früher auf dem Gameboy immer so gerne gespielt habe. Ja, ein mögliches Ende. Aber soweit ich weiß, gibt es noch mehrere. Und eins ist, ja, thanks for playing. Wir sind aber immer noch nicht fertig. Ich das immer so am Ende von jedem Spiel hasse, dass dann Leertaste oder das A, der A-Knopf blockiert wird. Woher wusste ich irgendwie, dass jetzt noch was kommt? Huch. Ach so, der ist bei seiner Mutter und bei seinem Vater jetzt. Ah, im Himmel. Klar. Aber ich glaube, es gibt noch ein weiteres. Ja, es gibt natürlich noch ein weiteres Ende. So, jetzt muss ich aber überlegen, mit welchem Spielstand fange ich an, um besten euch das Ende zu zeigen. Also, New Game auf keinen Fall, ja? Aber ich muss jetzt erstmal gucken, welchen Spielstand ich dafür nehme. Also, bis gleich. So, nach viel Rumgeschnippel und Gesuche habe ich jetzt endlich rausgefunden, wie es weitergeht. Und das ist wirklich, ihr werdet sehen, wir sind wohl ganz anders. Es hat so mit der Situation überhaupt null zu tun, ja? Eigentlich ist es im Prinzip, wenn man jetzt so von meinem Storyverlauf geht, direkt nach dem Turm, also nach diesem Geisterturm, wo man dann ein Simsala wird und die Entwicklung mit B abbrechen muss, ist es im Prinzip genau danach. Also wir haben nicht gegen Mew gekämpft, also gegen Mewtwo gekämpft und so weiter, ja. Das ist alles nicht passiert. Wir haben nur unsere Haarfarbe geändert in ein koloriertes Blond, ja. Und um dieses Fossil hier zu finden, das heißgeliebte Helix-Fossil, müssen wir nicht dieses Item auflegen, das ich da hingelegt habe, damit wir es im Kampf einfacher haben gegen einige, ja, mutierte Pokémon. Aber ich will jetzt einfach mal sagen, man muss wirklich mit jedem Schrank, mit jedem Tisch, mit jedem kleinsten Detail in diesem Spiel reden, um tatsächlich rauszufinden, wo sich genau dieses Fossil befindet. Und fangen wir doch einfach mal hier an. Einfach so, voll random, aber egal. Da steht nämlich da drin, vergiss nicht, die Fenster zu öffnen. Ja, dann machen wir das mal, wenn das so in dem Ding drin steht. Ich weiß zwar nicht, was das allgemein mit dem Fossil zu tun hat, aber wir öffnen mal alle Fenster. Und tatsächlich, etwas ist oben passiert. Also das heißt, man muss wirklich einfach nur random überall die Fenster öffnen. Und ta-ta-ta-ta, in diesem Haus wird man dafür belohnt mit einem Helix-Fossil. Und das Domfossil habe ich glücklicherweise bereits in dieser Folge geholt, wieso wir uns einfach von dieser Stelle hier verpissen und direkt ab ins Museum gehen. Hoffe ich doch mal, dass das so geklappt hat alles. Also hier ist das Azure-Museum oder wie man das auch nennen mag. Azure-Museum. Und ja, es gibt hier jede Menge zu entdecken. Schöne Fossilien, zerfleischte Pokémon, starke Felsen, ein Modellraumschiff, noch mehr Getränke und natürlich voll random hier das Helix-Fossil. Die Tür hat sich dadurch geöffnet und wir finden
Surfer! Das heißt, wir können jetzt surfen, aber nicht auf einem Pokémon, sondern der liebe Jack hat jetzt selbstständig das Surfen gelernt. Daher, wir brauchen kein Pokémon, das Surfer kann, sondern nur Jack seinen Körper. Was ein Glück. Ansonsten kämen wir jetzt auch wohl nicht weiter. Und mir fällt gerade ein, es gibt ja noch mehr Surferstellen als hier. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht so... Ja, wir können surfen! Juhu! Aber es gibt natürlich mehr Surferstellen als diese hier oben. Dazu müssen wir einfach hier nach unten und nicht vergessen, da nicht in diese Teile reinzutreten. Denn es gibt zum Beispiel hier eine Surferstelle. Und die wollen wir erkunden. Und fällt uns auf... Ja, hier ist ja nix. Nee, hier ist ja nix. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, meine Damen und Herren. Ja, und dann gibt's natürlich noch eine Surferstelle. Ihr merkt, ich bin ein bisschen erkältet. Und da ist eine Notiz. Aber ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, was mir diese ganzen Notizen bringen. Bis jetzt habe ich noch keinen Sinn dieser Notizen entdeckt. Seid mir da nicht böse, aber wenn ihr wisst, was diese Notizen machen, schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Würde mich immer richtig interessieren. Zumal wir jetzt wirklich bei Pokémon Nightmare Invasion an einem Punkt angelangt sind. Das passiert mir echt selten in der Folge, dass mir so die Nase läuft, dass ich wirklich meine Nase putzen muss. Und dass das Telefon klingelt, wenn ich es gar nicht gebrauchen kann. Also, bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. Erfolgreich das Telefonat abgewickelt und die Nase geputzt. Und weiter geht's hier an der Stelle mit Pokémon. Nein, mehr Invasion. Das war die schlechteste Überleitung, die ich jemals gebracht habe. Das war bestimmt so, weil der liebe Jack hier im Wasser Surfer einsetzt und ich natürlich jetzt deswegen erkältet bin. Logischerweise. Nicht Jack, aber ich. Und ja, diesen Turm sollte man eigentlich kennen. Es ist nämlich normalerweise die abgebrannte Turmruine. Und so hört es sich auch an. Aber was wir finden werden, ihr seht, es ist ein bisschen anders als gedacht. Palmen, nee, Büsche. Büsche und Stärkefelsen. Und ein Rätsel, wie ich es liebe. Bam! So mag ich das doch. Und wieder Bam! So, und den Felsen ist anscheinend ein bisschen komplizierter zu bewegen. Oh nein, jetzt darf ich ihn nicht da an die Wand schieben. Diese schweren Stärkerätsel hier. Und wieder Pabäm. Bis jetzt scheint noch alles ziemlich einfach zu sein. Ja, ne? Bis jetzt scheint alles einfach zu sein. Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung. So, heißt das, ich muss jetzt hier in das Loch springen? Ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Jack, fall mal runter! Autsch! Wow. So, das heißt, wir müssen, wie ich das sehe, erstmal alles hier auf diese Felsen draufschieben. Okay, da hinten scheint nichts zu sein. So, und da ist noch so ein Fels. Ja, sagen wir mal so, der blockiert wahrscheinlich einfach nur den Weg. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Nicht, dass wir da hinten jetzt runterfallen müssen, das wäre jetzt relativ doof. Aber gucken wir mal. Wir gehen einfach nochmal die Treppe hoch. Und in der Hoffnung, dass ich alles richtig gemacht habe. Leute, das gefällt mir mal so überhaupt nicht. Hallo, wie soll ich denn... Ach so, ja natürlich, man kann hinter die Felswände gehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Oh Mann. Hä? Ich habe gerade gedacht, den Felsen habe ich doch schon runtergeworfen.
Aber natürlich habe ich ihn runtergeworfen, also müssen wir jetzt hier runterfallen. Ach so, und wir müssen natürlich alle anderen Felsen wieder auf diesen blöden Schalter schieben, na, dann machen wir das doch einfach. Schieben wir doch den lieben Felsen auf den tollen Schalter und erfreuen uns und ergötzen uns an dessen Wirksamkeit. Vielen Dank. Was passiert jetzt? Bin ich jetzt Millionär geworden? Oder darf ich irgendwelchen Pokémon wieder in die Fresse schießen? Ich bin gespannt. Jedenfalls kann ich mysteriöserweise in diese Höhle. Ja, und es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Wir wissen noch gar nicht so genau, wo wir denn hingehen. Und ja, man kann hinter Felswände gehen. Hätte ich auch persönlich nicht gedacht. So, und jetzt müssen wir Surfer einsetzen, so wie ich das sehe. Wunderbärchen, Popärchen. Und wer hat es vielleicht schon gehört? Da war irgendwas gewesen. Anscheinend kann ich nicht schießen. Was mir jetzt auch nicht so gefällt. Warum kann ich nicht schießen? Komisch. Ich kann diese Teile nicht abschießen. Finde ich ja mal brennend interessant, warum auch immer, ne? Ach, du gibst ja einen Speicher-PC und eine Heilungsstation. Was ein Luxus, meine Damen und Herren. Dann würde ich mal sagen, speichern wir ihn, File 6, aus welchem Grunde auch, ne? Und was ist das? Ja, lesen wir denn mal. Cool. Mit der TM28, in Klammern natürlich Schaufler, hat sich die Geschwindigkeit, wie wir vorankommen, im Untergrund drastisch erhöht. Ja, und die haben solche Krabben gefunden. Und das ist... Tja... Die haben etwas sehr, sehr Interessantes gefunden anscheinend. Und sind alle dabei verreckt. Wunderbar. Das heißt, wir gehen natürlich logischerweise hier hoch. Und die verpissen sich. Und warum? Warum verpissen die sich? Hallöchen! Du siehst doch gut aus. Kabutops! Ey. Und wie ihr seht, ja, ist das mal wieder eine Kategorie für sich, sie hier, ne? Achtung und wieder. Und ausgewichen. Das merkt man auch, wenn er so leicht angreift. Au. Dieses Kabutops geht mir ganz schön auf den Geist, Leute. Jetzt dreht's völlig ab. Au. Ich schieße einfach nur die ganze Zeit auf dieses Ding. Aber ihr seht... Ah! Jetzt seht ihr, dreht's komplett ab. Dreimal. Eins, zwei, drei. Beam! Looks like it flat. I got to get out of here. Da habe ich das Kabutops weggebasht mit vier Tränken. Plus natürlich einen weiteren Trank, den wir gerade jetzt bekommen. Nee, wir finden Schaufler. Ich weiß aber noch nicht genau, was mir das bringen soll. Ich habe eine bessere Idee.
Ich habe erstmal eine bessere Idee. Und zwar speichern wir erstmal ab. Oder wir gehen uns erstmal heilen. Vielleicht kommt ja wieder Nebulak. Wäre ja lustig. Nee, es passiert erstmal gar nichts. So. Wir haben ja unlogischerweise in Fall 6 gespeichert. Also speichern wir jetzt unlogischerweise in Fall 1. Ja. Logik pur. So, wir surfen als kleine Abkürzung. Ja, warum auch immer er da nicht rein will. Okay, anscheinend gibt es hier wieder kleine Schalterrätsel, die ich das liebe. Übrigens gibt es hier, glaube ich, sogar zwei Enden, die man hier machen kann. Ja, es gibt zwei Enden. Und jetzt frage ich mich gerade, wie soll ich denn an diesem Felsen vorbei? Den kann ich ja nur so schieben. Ja, ich muss ihn so schieben. Cool. Und jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder in der U-Bahn. Sehr, sehr interessant. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringen soll, aber... Okay. Meinetwegen. Und wir haben den Pfad freigeschaltet. Ich weiß zwar noch nicht genau, was der mir hier bringen soll, aber okay. Okay, es gibt nur eine Treppe nach unten. Ja, jetzt musst du wohl Surfer einsetzen. Da-dan, dan, 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 da-dan. Ach, das macht Spaß. Ein Trank. Sehr cool, sehr, sehr cool. So, wir surfen weiter und finden eine weitere Höhle. Oh, nicht doch. Rutschrätsel. Warum gibt es hier Rutschrätsel? Ich hasse Rutschrätsel. Okay, wir rutschen. Rutschen und rutschen. Rutschen und rutschen. Rutschen und rutschen. Ah! Ich fühle mich wie Homer Simpson gerade. So, okay. Wir können nur nach oben. Also rutschen wir nach oben. Okay, wunderbar. Was gibt's denn da hinten so, was mich interessieren sollte? Nichts und, nichts. Schön, dann gehen wir mal nach oben. Und finden raus, ach ja, hier gibt es ja noch was. Wunderbärchen, Popärchen. So, als allererstes holen wir uns mal dieses Item, bevor wir da den Felsen draufbollern. Ich weiß zwar noch nicht, was mir das bringen wird, aber okay. Wir gucken uns das einfach mal an. Und weitere Rutschrätsel. Wieso? Wieso? Okay. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Hoffentlich rutscht man so. Aber ich bin der voll der Pro-Rutscher, das merkt man. Okay, und da gibt es anscheinend wieder ein so Teil, wo wir drauf machen müssen. Dann machen wir das doch einfach. Anscheinend hat der liebe Xargott diese Siegesstraßenrätsel ziemlich gemocht. Ansonsten kann ich mir diese vielen Stärkefelsen gar nicht erklären. Scheiße? Fragezeichen? Jetzt sag nicht, da oben ist noch so ein blödes Teil. Und was ist mit diesem PC? Ruins. Okay, Fall 1. Aus welchem Grund auch immer. Wir haben 11 Tränke. Und, och, nö, nicht Kabutops. Wir wissen's doch. Wir wissen's doch, Kabutops. Tja, warum auch immer, ne? Kabutops. Und diesmal zum zweiten Mal. Und diesmal ist es komplett abgedreht. Eins. Ah, Mist. Wie viermal angreifen? Au, au, au. Das greift viermal an? Oder gibt es da überhaupt eine Regelmäßigkeit?
Ich glaube, ich weiche einfach aus, wenn es so aussieht, als würde es stehen bleiben. Also der das ohne Tränke packt, der ist echt gut. Au! Wow, also ich würde das nicht ohne Tränke packen, bin ich ganz ehrlich. Boah, Alter. Jetzt dreht das Ding komplett ab. Ziehen die Eiszapfen nichts ab oder kommt es mir nur so vor? Alter, was geht mit dem Teil ab? Boah, Alter, Leute, da habe ich aber Tränke ausgegeben bis zum Nimmerland hier. Okay. Alter. Was ist das? Gun 38. Ich habe Gun 38 gefunden. Und falls ihr euch erinnern könnt, der andere hatte ja gesagt, dass ich habe ja Teleport-Gewehrkugeln im Prinzip. Okay, eine Entscheidung steht mir anscheinend bevor. Okay, das ist interessant. Entweder rausgehen oder weiter nach oben gehen. Und deswegen überlege ich mir mal hier an der Stelle. Es reicht für heute und in der nächsten Folge Pokémon Nightmare erkunden wir weiter die Ruinen von der inneren Seite. Und ich danke schon mal fürs Zusehen, dass ihr wirklich so lange zugesehen habt. Eine echt spannende Folge, wie ich finde. Liked und favorisiert diese, wenn ihr das genauso seht. Ich bin jetzt erstmal weg. Die Let's Play Highlights gibt's dann jetzt nochmal im Komplettüberblick. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play Highlight. Hier sind nochmal alle vorherigen gesendeten Highlights im Komplettüberblick. Ich bedanke mich recht herzlich. Nicht vergessen, das nächste Mal auch wieder einzuschalten. Und natürlich nicht vergessen, für das nächste Let's Play Highlight unten in den Kommentaren zu voten. Ich verabschiede mich und sage bis dann, Servus und Ciao.